Hey, ho, Leute! Die freut sich erstmal hier, der ist ja gleich wieder dran. Eigentlich könnte ich das so machen, aber auf jeden Fall erstmal wieder herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64, meinem dritten Part. Und ich würde sagen, ja, Banana Samling hat nie sein Ende gefunden und ich glaube, ja, Diddy, komm mal mit. Oder? Nee, doch, ich brauche erstmal Donkey. Wartet mal, Swoot. So. So, hier waren auch, glaube ich, Bananen auf den Bäumen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja was Schönes an Bananas. Ah, ja, und so weiter, ne? So, da eine Banane. Huhu, irgendwo eine Banane. Da vielleicht, mal gucken. Oh, danke. Nein, gut. Na, gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was sich da hinter diesem Schalter verbirgt. Denn man sieht da ein paar Bananen und ein paar Münzen. Yeah, die hole ich mir, yeah. Die auf einmal rumschreien, wenn man Schalter betätigt, finde ich cool. So, mal ein bisschen Muni aufrüsten. Nachgefüllt. Und noch ein paar Münzen. Und wir kriegen unsere erste Bananenmedaille. Cool, weil wir 75 Bananen mit Donkey haben. Und ich glaube, das reicht sogar schon, um den ersten Bosskampf freizuschalten. Aber erstmal gucken, was macht diese Kiste mit uns? Puh, jetzt sind wir ein riesiges, fettes Rhinoceros. Wenn du wieder als Tiger spielen willst, halte Z und drücke links. Drücke Z und Z und B? Einfach um mir beischt. Und Flap, einfach weggeknüppelt. Und nämlich damit kriegt man diese fette Mauer hier in den Arsch. So. Hier kann man sich dann auch getrost zurückverwandeln. Und mal gucken, was finden wir denn hier so Schönes. Genau, dazu brauchen wir die Fotos. Aber das kann ich leider, glaube ich, auch später machen, oder? Na gut, also ist noch lange, lange, lange nicht vorbei. Es gibt noch so viel zu entdecken und das finde ich so toll an diesem Spiel. Das ist so multifunktionsfähig überall. So, hier haben wir schon noch so ein Portal-Ding im Gedöns. Und hier einen fetten Stein. Und man sieht, der liegt auf irgendeinem Schalter drauf. Na gut, dann müssen wir hier wohl später nochmal hin. Denn die Fähigkeit, Steine zu ihm, haben wir noch nicht. Und die kriegen wir auch mit den zwei Charakteren, die wir bis jetzt noch nicht haben, noch nicht. Weil die kann nur ein anderer Charakter aufheben, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. So, aber was ich noch vergessen habe, ist mit dem Rhinoceros zu machen, ist die ganzen Zelte hier zu zerstören. Hahaha, schlau. Fahrt. Yeah. Huch, wollte gerade Biberbraten draus machen, aber okay. Und nochmal open die Luke. Und rinn in die gute Stube. Und Verwandlung. Das Jutsu der Verwandlung hat Donkey Kong erreicht. Fahrt. So. Hier mal ein bisschen Häuser kaputt machen. Huber Fahrt. Wo ist das laut? Und Fahrt. Oh. Da war die Schalter. Ich habe gerade ein paar rote Bananen gesehen. Ah, Donkey-Schalter. Aber es gibt doch bestimmt noch einen. Didi? Hallo? Gibt doch nicht nur vier Schalter, oder? Das wäre ein Ding. Anscheinend doch. Na gut, dann würde ich sagen, verdammt mal, Sorink. Und wo wir schon mal Donkey sind, könnten wir ja eigentlich, ne, so Stompfattacke! Und dann mal gucken. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen geschwind sein. Gutes dürfte zu schaffen. Ach, ich glaube, ach, der ist ja langzeitig oben. Ach, dann ist mir das egal. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Diddy-Schalter auch mal kleiner, wo wir schon mal hier sind. Oh, die Mucke ist so cool. So, wo waren jetzt Diddy-Schalter? Hallo? Ah. Komm her zu Papa, Bananas. Und nochmal Stampfattacke. Natürlich darf ich diesmal nicht laufen, weil jetzt gibt's ein Zeitlimit. Und zwar müssen wir in dem Zeitlimit bis dahin kommen. Banane! Cool, wie viel lange haben wir? Och, 50 Sekunden ist schaffbar. Man kann sich ja beamen mit dem schönen Banana-Teleporter-Nata-Dingsbums-Gedöns. So. Auf geht's, schneller, Didi! Mach mal ein bisschen da. Ist das? Also, die Zeitlimit hätten sie ruhig ein bisschen knapper machen können. Muss ich ehrlich zugeben, wa? Ich hab gerade mal die Hälfte der Zeit gebraucht. Das ist billig, ey. Donkey Monkey King! Ich finde Didi übelst putzig, der ist cool. Außerdem ist er schon schnell beim Laufen, hab ich das Gefühl. So, da unten waren ja auch noch. Ich muss noch ein paar Bananen einsammeln. Also, Didi weiß ich auf jeden Fall, wo ich noch welche finde. Splush. So. Weil ich glaube, mich daran zu erinnern, dass hier oben für Didi ein paar. Was hat. Wow, wow, wow.
Was zum Geier war das denn gerade bitte? Also entschuldige den komischen Grafikfehler gerade. Ich glaube, das war was Emulatormäßiges mal wieder. Das ist ja nichts Neues, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, erlebt. Naja, beides halt. Und ihr seht, eigentlich ist die Banane gar nicht durchsichtig, aber wenn ich jetzt ranspringe, dann passiert halt nichts. Ist jetzt doof, dass man die nicht unterscheiden kann. Na, mal gucken, ich muss mir mal ein neues Grafikpad suchen. Vielleicht gibt's da ein besseres für. Mal gucken. Oh, flupp. Dankeschön. So, da drüben sind Bananen, ich sehe sie. Da drüben sind Bananas, meine. Gib her. Ich will Bananas. Düm, 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 düm. Es sind alles meine Bananas. Und dann denke ich mal, könnten wir auch eigentlich demnächst schon in den Bosskampf gehen, oder? Wäre ja eigentlich nicht so das Problem. Und schaffen würde ich den bestimmt... Naja, wahrscheinlich auch. Wir haben ja noch nicht so viel Energy. Und damit habe ich eigentlich auch schon verraten, für die, die das Spiel nicht kennen. Ja, es gibt auch Energy-Erweiterungen. Ganz schön viel, wenn ich ehrlich bin. Aber na gut, lass ich mal außen vor. Ich könnte doch das Fass machen da oben. Ich habe so viel zu tun, ist furchtbar. Aber ich würde sagen, Fässer-Modus, Fässer-Action wollte ich ja mal zeigen. Du-du-dum. Jetzt killen wir Justin Bieber um. Obwohl es eher alles seine Fans sind, so wie sie aussehen. Obwohl die Visage doch schon recht gut nachgemacht war. Ah, extra Coins für Donkey. Super. Schwing, schwing, schwing. Abschuss. Ich finde das so geil. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes zu holen. Ich glaube, hier gibt es immer so einen Schalter, da muss man durchfliegen. Im Grunde einfach nur Knopf drücken, wenn man fliegen möchte. Ich hoffe mal, ich kriege alle Bananen auf einen Hit hier. Obwohl ich so meine Zweifel habe, weil ich bin da nicht so der reaktionsfreundlichste, was sowas angeht. Das Fässerspiel hier ist noch relativ leicht, es gibt auch noch wesentlich schwerere. Da hat man dann immer so das Problem. Naja, weiß nicht. Gibt Abzweigungen, die Dringer dehnen sich nach rechts und links und man kann dann mehrere Fässer sich aussuchen. Donk! Donkey Monkey King! Yeah! Cool, man! Huch! Oh, Scheiße! Das wollte ich gar nicht. Ups! Das zählt aber. Oh, quick, quick, quick! Scheiß Vögel. Scheiße! Irgendwo ist irgendwo geschossen. Jetzt habe ich zufällig Z gedrückt gerade. Das ist natürlich gerade Panne. So, habe ich den Ballon hier eingesammelt? Ja. Die Bananen habe ich auch. Ist hier was Interessantes? Oh, Donkey-Münzen und eine Donkey-Blaupause. Fatz, Fatz, Klatsch! Hier kriegst du fette Fuß ins Gesicht, du blöder Bastard. Ja, nochmal mitten ins Gesicht. Oh Gott, du Scheiße. Und eine Geldpause. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal eine Pause, ne? Vergesst das, ich will im Let's Play was schaffen. Und hier gibt es ja noch eine Blaupause. Da hat irgendwie keiner irgendwie Ahnung gehabt, wo er die noch hinsetzen sollte. Die erste Welt ist ja auch noch vergleichsweise... Gut, da können wir noch nicht weiter. Da brauchen wir, also die Welten werden da vergleichsweise wesentlich größer, also keine Angst, das ist jetzt noch lange nicht alle, da gibt es noch viel, viel größere. Ich erinnere mich gerade so an den Wunderwald oder auch an die Kristallkaverne, so großräumig, das ist schon fast übertrieben, möchte ich sagen. Also obwohl es nur 7 Level sind plus eine Overworld, hat man doch lange Spielspaß an dem Spiel. So, nebenbei noch mal eine schnelle Banane einsammeln. Juhu, meine, danke. Donk, Donkey, Monkey, yeah! Wir sind der Monkey King, falsch, Donkey Kong eigentlich. Komisch, warum haben die Japaner nicht so ein Dreher draus gemacht? Können die das M nicht aussprechen? Ich weiß es nicht. Ich meine, selbst nicht. Die Japaner benutzen ja gerne so Pseudo-Englisch, obwohl sie es nicht aussprechen können, mit ihrer komischen Lispelzunge. Hihi. nein, das war jetzt gar nicht rassistisch gegen Japaner. Dückendö. So, die mal mitnehmen, weil ich glaube, irgendwie habe ich sowas im Gefühl. Langsam kommt die Erinnerung ganz gut zurück, muss ich sagen. Ich glaube nämlich, hier auf dem Weg kamen auch noch Didi-Bananen, wenn man hier langläuft. Mal gucken. Geh weg, du Penner! Guck, wie scheiße! Justin Bieber-Fan getötet und gleich nochmal. Guck, wie scheiße! Oh! Münzen für Didi, hier! Flupp! Wieder eingesteckt und ein Ballonsäge auch noch für ihn. That's aber very awesome! Und eine Banane ohne oben drauf, na, das ist aber geil. Da hat man doch wieder was Schönes freigeschaltet und geöffnet oder was auch immer. Münzen, schwing! Hier, komm her, du Penner. Tja, Justin Bieber-Fans werden nicht glimpflich von mir behandelt. Hua, Fatz. Zack, meins. Und eine Banana obendrein, Donkey, yeah! Also jedenfalls finde ich diesen Monkey King, Donkey Kong,
Buchstabendreher ein bisschen komisch, aber sowas gibt's ja öfter. Tönerdeller oder Maschmaschine oder was ich auch mal ganz gut finde, ist, wenn ihr mal in eine Fastfood-Abteilung geht, wenn ihr mal das nächste Mal einkaufen seid, könnt ihr ja mal gucken, da gibt's ja immer so eine Fertigtüten-Soßenpulver-Gemische. Und dafür gibt's ja die Maggi-Meisterklasse, kennt ihr ja bestimmt. Und jetzt dreht mal einfach so just for fun das M und das KL um und schon wird Kleistermasse drauf. Dann hat man nämlich den eigentlichen Geschmacksfaktor da raus. Das ist ein bisschen, ja, das ist mir mal aufgefallen zwischendurch, wo ich da mal in der, naja, Fastfood-Ecke stand. Fastfood sagt man ja nicht, man sagt ja dann eher so. Naja, ungesundes Essen halt einfach, ne? So, extra Bananas. Gut, aber die fehlen doch noch einige. 40 sind noch offen. Gott, wo sind denn die alle? Hab ja jetzt doch schon... Meine Fresse. Habe ich ja jetzt doch schon einiges durchsucht mit kleinen Didi hier. Fatz. Und schon wieder ein Justin Bieber-Fan am Töten. Irgendwann sind wir die Epidemie denn los. Wie? Sag jetzt nicht, ich hatte die Platte noch nicht aktiviert. Oh Gott, das ist peinlich. Hust. Einfach mal ignorieren. Mal überlegen. Wieder was machen? Ach genau, das da oben gibt's ja auch noch. Ah, wo ist die 2? Danke. Swoot, swoot. Swoot. Genau, weil hier können wir nämlich auch noch was Schönes machen. Flop. Hey, drück mal Schalter. Mann, triffst du jetzt endlich mal? Na, geht doch. Monkey, monkey. You are be the monkey, 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 monkey. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Dam da dam, da dam 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 dam, Didi, lauf schneller. Hua. Nein, du sollst schneller laufen und nicht Faxen machen. Ja, dieser Affenzirkus hier. Oh, hehe, hey, was ein Wortspiel. So, weil genau, hier waren nämlich noch Bananas für den guten Didi. Puff. So, mal gucken, vielleicht bin ich schnell genug? Nein, bin ich nicht! Aber irgendwo hier muss der Eingang sein. Schade, hätte ja klappen können. Dum, 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 dum. Mann, triffst du jetzt endlich mal? Jetzt habe ich die Schnauze aber voll. Huhu, ja, yeah, aber das ist jetzt ein One-Hit-Kill hier. Hua. So, rübergesprungen hier. Dum, 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 dum. Auf zum Eingang, da muss ich durch. Swoosh, 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 swoosh. Hier gibt es nämlich noch mehr Justin Bieber-Fans, die wir erstmal töten müssen. Und zwar Tour of a Kind-Modus. Ich finde auch die Wasseranimation sieht sehr geil aus. Das Wasser klingt so schön erfrischend irgendwie. Gesehen, wie ich das ausdrücken soll. So. Splush, splush, splush halt, ne? Twap! Und eine Münze! Geil, Mann! Dum, dum. Und splush. Ich finde cool. Also der Soundtrack ist halt immer und so. Dynamite! Vielleicht sollten man hier, also wenn ihr Raucher seid, jetzt mal schnell die Kippe wegstecken, ne? Weil das ist. Da würdet ihr gerade mein Let's Play in explosive Gefahr stecken. Oh, eine extra Plate ist erschienen und da ist ein Schalter und eine Münze. Oh, 30 Sekunden. Ach du Scheiße, wofür 30 Sekunden? Da drüben ist das, glaube ich, aufgetaucht. Hier muss ich irgendwie hoch. Na, lass mich doch mal durch, Mann! Was heißt denn nicht fragil? Ich glaube, so ein bisschen instabil halt. Irgendwie konnte man die Sicht gerade stellen. Ach, geschafft. Ohne Probleme, Mann. Ist doch voll easy. Hua, Schwatz! Du, du! Ich weiß gar nicht, wie viel Bananen brauche ich eigentlich für die zweite Welt. Ich glaube, es waren 10. Also ich muss noch ein bisschen sammeln. Banane! Toll. Da war ich doch schon mal. Toll. Ein Geniestreich, ein Unsichtbarer. Na gut, was soll's. Justin Bieber-Fans und sein Sohn hat auch mitgebracht. Alles umlegen hier. Gibt's nicht. Dum, 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 dum. So, wo geht's denn hier hoch? Ah, da geht's auch hoch. Aber nur für Munition. Und die brauche ich ja nicht unbedingt. So, hier geht's nämlich noch weiter. Guckt euch das an. Wow! Alter, bist du nicht ganz dicht da oben? Wow, Alter, tiefer Beschuss hier. So, was bist du für ein Fetti hier? Den muss man mit der Orangenbombe umlegen. Anders kriegt man den leider nicht dauern. Da kann man so oft mit irgendwelche komischen Erdnüsse raufschießen, wie man möchte. So, high und low, dann würde ich sagen, stellen wir auf langsam. Früher habe ich mich immer gefragt, was heißt denn hi und low? Ja, naja, als Anti-Englisch-Genies, ne? Hilfe, Bombenschmeißer! Also ich würde jetzt erst gerne noch die Münzen und so einsammeln, ne? Also das ist ja jetzt Pflicht. So, eingesammelt. Wow, schnell! Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht schaffe ich es noch. Twap!
Schneller, Didi, lauf! So, hier muss ich aufpassen, hier kann man ganz leicht runterfallen. Hurra! Aber, ja, ja, ich schaffe es! Ja! Oh, die legendären Kristallkokosnüsse scheint schon mal... Ich habe schon mal gehört, dass es die in dem anderen Spiel auch schon mal gab. Oh, 100 Bananas für Didi. Cool, damit hat er alles abgecheckert. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Kreischer zu Didi, Mann. Sammel 50 Münzen bei dieser Erholsam? Bist du ein Witz? Um eine goldene Banane zu bekommen, benutze den Joystick, um zu beschleunigen, abzubremsen und nach links und rechts zu greifen. Drücke Arm, spring vorsichtig vor den anderen Typis. Also, let's go. Das war ziemlich cool mit den komischen Drasinfahrten hier. Oh! Du Penner! Was ist der Ratter? So. Grabbeln, grabbeln und grabbeln. Danger! Wow, 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 what the fuck? Dum, 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 dum. Die Mucke ist total episch und so. Wow, 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 wow. Nein. Ach, Münze, super. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen gab es hier insgesamt auf der Strecke. Wow, Typi, geh weg, Mann. Wow, oh, oh, oh. Zack, Münze. Ah, hier sind wesentlich mehr Münzen. Cool. Dum, 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 dum. Ich glaube, von denen gab es auch mehrere. Es gab mal eins, das ist später und das war auch wesentlich schwerer irgendwie. Oh, oh, oh. Wow! Alter, da kommt von hinten was angefahren. Alter, wie fies ist das denn bitte? So, rüber hier. Njong, njong. Oh, oh, ich glaube, ich bin bald durch und ich habe noch nicht 50 Münzen. Ach, jetzt, super, jetzt darf ich, muss nicht mehr getroffen werden. Ich glaube, gleich ist Ende. Wow. Also, doch, das scheint doch locker machbar zu sein. Schnell durch! Wow, 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 nicht umkippen, Didi! Na, wie geil. Ey, aber schon 17 Münzen ist ja billig. Na, mal okay. Dann streite ich mich nicht drum. Den diesmal darf ich nicht drücken, genau. Ah, Münzen, Münzen, Münzen. Ah, scheiße, das war fail. Aber egal, ihr seht, ich hab's ohne Probleme geschafft. 79 Münzen, oh yeah, Kreisch, prima Fahrt, Wasser, das ist eine Banane geworden, Quark. Dunk, yeah, Monkey Kong, huahaha. Wir sind der Affenkönig, aber wir sind alle irgendwie Affenkönige, weil wir sind alle viel zu gut für die Welt, ne, ist ja logisch. So. Also, ich würde sagen, wir haben mehr als genug Bananas. Düm, 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 düm. Ich würde sagen, wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen. Ich weiß es nicht. Scheiße. Aber Donkey fehlt ja auch noch ein bisschen was. Aber warte noch. Ich muss mir mal überlegen. Ihm fehlen noch ein paar Bananen. Aber wo? Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht ein paar Bäume oder so. Ich weiß es ja nicht. Hm. Naja, wird sich schon anfinden. Auf jeden Fall, ja. Let's go. Düm, düm. Ja, stürz ab, Didi. Ist klar. Düm, düm. Der Grafikfehler, wenn man Bäume hochklettert, sieht ja scheiße aus. Und Twem. Und Hoppa, wii! Gut, hier gibt es auch noch 5 Bananen, aber das erklärt nicht, wo sind denn die letzten? Das ist ja nur ein paar davon. Oh, 16 ist ja süß. Guten Tag, Didi, Mann, wir helfen dir gern weiter. Aber es gibt ein Problem, ich kann den Schlüssel über meinem Kopf nicht erreichen, weil ich zu viel gefressen habe. Ich bin zu fett, Mann, tut mir leid. Ich schätze, dass mein Kumpel Scoff dort drüben mein kleines Gewichtsproblem ausgleichen könnte, wenn du etwas Leckeres für ihn hättest. Du hast diese köstlichen Bananen, dann stell dich auf deine Platte und lass uns mal machen. Das klingt ein bisschen zweideutig, das lass uns mal machen. Ihr seht einfach darauf stellen und dann gibt man Bananas ab. Und ich würde sagen, aber erstmal. Mike noch nicht. Erstmal jetzt. Scheiß Grafikfehler. Erstmal rausgehen. Boah, da fehlen mir 5 Bananen mit Donkey, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein dummer Scherz jetzt. Wir können ihm erst 5 Bananen fehlen. Das ist ja beschiss. Wo sind die denn bitte hin? Voll für einen Arsch, Mann. Dün, 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 dün. Also ich denke mal, ich verfütter die normalen gelben Bananen. Ich meine, die roten Bananen, die sehen ja aus wie so eine Salami-Wurstscheibe oder ich weiß nicht. Also hier, friss mal ein bisschen gelbe Bananas. Ey, wieder frisst das fette und wieder wächst. Na klar, wegen den paar Bananen ist ja klar. Ich meine, ich weiß ja, dass Bananen viel Zucker enthalten, aber das ist ja übertrieben. Quick! Wie geil. Und ja, er kommt dran, gerade so mit seiner komischen Stummel, Bernd das Brothände. Und das Tor öffnet sich und der Endgänger ist für Donkey Kong. Dö.
So, entschuldigt, ich hab mal jetzt ganz kurz was getrunken. Mache ich jetzt schon den Bossgegner? Ich glaube, ich habe noch 2-3 Minuten, aber für den Boss, denke ich, ist nicht mehr so viel Zeit. Ich meine, okay, jetzt nicht ihr denken, der Boss, der dauert aber anscheinend lange, wenn du den jetzt nicht noch anfängst. Nein, dauert er nicht unbedingt, aber ich weiß nicht. Oh, du Kugel, Scheiße. Oh, Matsch hier. Pissnelke. Ich würde lieber erstmal gucken, wo sind denn die letzten 5 Bananen? Das interessiert mich jetzt brennend. Ich sag, die sind irgendwo auf dem Boom. Ich meine, vielleicht habt ihr ja eine Ahnung oder vielleicht kennt ihr das Spiel rein aus, wenn ihr irgendwo so kommen, habe ich doch schon gelesen, möchte ich sagen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, wo habe ich 5 Bananen vergessen? Ja, ich find's raus, Mann. Dum, dum, dum. Klatsch mitten in die Fresse, du Opfer. Huch, oh, du Scheiße. Wow. Wo sind 5 Bananen hin, Mann? Ich muss sie schnell finden. Dum, 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 dum. Hier oben vielleicht? Hallo, Banana. Gut, hier war's nicht. Scheiße. So, einmal rüberspringen. Hup, hup, zapp und hup, zapp und hup, zapp. So, hier vielleicht? Huhu, kuckuck. Bananas. I'm searching noch 5 Bananen, dann habe ich alles voll und dann, naja, ne? So, hier vielleicht? Banane. Baum? Baum, Banane? Banane, Baum. Wäre doch logisch, wenn Bananen an Palmen hängen. Oh nein. Oh doch, da sind sie. 5 Bananen, oh yeah. Du, 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 du. Und was ich vergessen habe, ist mit die, die da oben die goldene Banane einzusammeln. Na super. Schwitz. So, jetzt muss ich aber mal was gucken. Der hat 4 Bananen und die Blaupause. Er hat 3 Bananen und die Blaupause. Gut, damit sind die 2 tatsächlich in diesem Welt schon fertig. Und dazu Part 3 finde ich ja doch ganz ansehnlich. Muss ich ja ehrlich zugeben. So. So, dann werde ich mal schneller mit die Banane einsammeln, ganz nebenbei so. Ja, los. Ja. Ego-Shooter. Ich werde Amokläufer. Weil ich Ego-Shooter spiele im Donkey Kong-Spiel. Ist doch logisch, oder? Deswegen sind alle Amokläufer gefährdet, weil wir mit Erdnüsse rumschießen. Ist doch voll logisch, oder? Ich meine, klingt doch authentisch. Nee, also die kleinen Gags, die denn so manche Medien immer über irgendwelche Amokläufer machen, jetzt nicht ernst nehmen. Also ich glaube das nicht wirklich. Das ist einfach so ein Spieler, der von Natur aus friedliebend ist, so wie meiner einer. Der würde sich kein Call of Duty 3 kaufen und danach seine Schule da alle abknallen. Das ist unlogisch einfach. Aber naja, die Medien machen halt gern so einen Terror, ne? Das ist so eine Schneuheit. So, jetzt würde ich sagen, auf wieder in so ein komisches Teleporter-Gedöns. Nehme ich das da unten? Ja, doch. Absturz! Boah! So, gut abgebremst. Wow, 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 nicht laggen. Laggen ist wirklich uncool. Du, du. Ja, geh weg, Justin Bieber, Mann. Quitschi, quitschi, quitschi. Könnte sogar ungefähr Justin Biebers Stimme sein. Ja, das, was zum Henker, was hat er denn gerade bitte? Also, ich muss mir unbedingt noch ein Grafik-Plugin suchen, weil es scheint doch einige wesentliche Bugs zu haben, die jetzt zwar nicht so tödlich sind, aber doch vorhanden auf jeden Fall. Achso, ich brauche ja Didi. Was jetzt passiert, wenn ich mit Didi versuche reinzukommen? Scheiße, ausgesperrt. Simsalabim, öffne nicht. So halt. Oh, fail. Ich habe selber eine Orange abgeschmissen. Das erinnert mich an meinen Super Mario Bros. Part 9, wo ich da den Panzer gegen die Wand geschossen habe und der trifft mich selbst. Also, Freunde, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part jetzt nicht mehr. Also, bis dahin würde ich sagen, macht's gut, haut da rein und ciao.